Hey, willkommen zurück. Wir sind in unserem neuen Zuhause und ich bin gespannt, was wir hier noch alles Tolles entdecken werden. Ja, das ist eine gute Nachricht, Jenny. Jetzt bei meiner zweiten Tasse Kaffee, die erste Das beginnt sind zu wirken. dieselben Symbole. Ja, vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Und aufgrund dieser Tatsache, dass ich eine Tasse Kaffee getrunken habe, werde ich jetzt in dieser Folge wahrscheinlich ungefähr 75% weniger zickig sein. Komm zurück! Und Wo willst du 30% weniger hin? ungeduldig. Oh, sind das deine Grobe neuen Schätzung. Freunde? Ja! Oh. Macht sie ihre Kette jetzt ab? Sie macht es zu ihrem Zuhause, oder? Amüsiert? Oder sie legt die Vergangenheit ab. Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest du Leider also. nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen In willst. diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Ah, Hugo? luck you. Es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück. Oh, wir lassen ihn mal zurück. Und er sagt nicht, Nein, lass mich nicht alleine. Boah, das sieht aber echt schön. Ich bin nur mal gucken, was sie dazu Vater, sagt. Mutter, ihr werdet immer bei uns sein. Oh. Also ich habe das jetzt gerade eher so verstanden, dass sie sagt, okay, ich hänge das hier hin, weil das jetzt unser Zuhause ist und macht das quasi durch unser Amulett zu unserem Zuhause, oder? Ja, Mein. oder, also mein erstes war auch mein erster Gedanke, mein zweiter Gedanke war, was war es auch so eine Teil von Abschied nehmen, weil das alte Leben kommt nie wieder zurück. Ist vielleicht auch Mischung aus beidem. Und Wahrscheinlich. sagt Tschüss. Gibt es hier noch irgendwas? Und ist Nö. noch agieren, glaube ich, ja. Ja. Oh, Blümchen, Was hast du Blümchen. da gefunden? Hier, Johanniskraut. Oh, das kenne ich. Oh. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Dann gucken wir mal. Diese Pflanze ist nicht nur das Symbol von Feindseligkeit, sondern steht auch für Schutz und Licht. Angeblich soll man mit ihr Melancholie und andere psychische Störungen heilen können. Obwohl sie auch als Teufelsfrucht bekannt ist, kann ihre Einnahme zu ernsten Herzrhythmusstörungen führen. Na dann. Darf ich da noch nicht raus? Du sollst ja Melli, glaube ich, treffen. Gehen wir auf Mission, würde ich sagen, ne? Ja, und wir sind vorher noch Zu zu Lukas. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ich gucke mich aber hier noch einmal Ja, um, klar. überall. Ich bin ja auch 30% weniger ungeduldig geworden jetzt. Hier dürfen wir nicht durch. Noch Nee. nicht?
Ach, der kleine Süße. Hier gibt's noch nichts für uns. Hier unten gab's ja eigentlich auch nichts mehr. Oben ging's auch nicht weiter, ne? Das weiß ich nicht. Ach so, oben war die... Genau, hier. Ne, dann runter zu Lukas. Ein bisschen... Was hat Melly gesagt? Wo treffen wir Melly? Komm dann zu mir. Wahrscheinlich ist sie auch unten. Ja, da. Ja, check nochmal Lukas ab. Ja. Weil ich nicht glaube, dass man das wirklich skippen kann. Wir können jetzt rennen ohne ihn um. Mhm. Geht's ja auch noch tiefer. Das machen wir auch noch. Seid vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotischer als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem viel Glück. Würdest du mir nicht irgendwas geben? Ja, Quatsch mit Melly. Ich glaube, man. Oder geh nach unten. Ja, wir gehen erst noch nach unten. Vielleicht geht's ja hier auch gar nicht weiter. Da kommst du in den. Ich muss da gleich mit Melly. Da gleich mit Melly lang. Wahrscheinlich. Ich guck wenigstens einmal rein. Ich wette, dass er da gleich mit Melly lang darf. Oh, ein Grab. Doch nicht. Oh, ein Grab. Gibt's hier gar nichts drin? Das wäre seltsam. Das ist nur eine Krypta. Vielleicht ist sie später nochmal wichtig. Könnte ich mir vorstellen. Man baut ja, also. Ja. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wäre das noch relevant. So viel, wie sie da hingebaut haben, ne? Mhm. Auch allein der Weg da runter, dann dieser Lichtfang hier. Na dann, Melly. Aber es wird jetzt so eine Doppelmission wahrscheinlich, ne? Dann machen wir doch beides. Das wäre doch ein Witz. Wenn wir jetzt nicht in die Bastion gehen und in die Universität. Klar. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Check. Oh, ich bin so gespannt. Mhm. Also die Motivation ist aber die ganze Zeit klar, finde ich. Ja, über das ganze Spiel. Kapitel, ey. So, Kapitel 9. Im Schatten des Balls. Ja, klar, es gibt eine... Letztlich ist jetzt so die übergeordnete Prämisse ist halt die Heilung des Bruders. Ne? Genau, und Überleben. Und Überleben, ne. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Ich bin also ein Weichei. Ja, verwöhntes, adliges. Ja, wir haben alles. Mädchen. Ich will nicht sagen, von welcher Stadt wir uns hier befinden. Das ist eine gute Frage, aber das kann man bestimmt. Das steht bestimmt irgendwo im Internet. Lavendel. Willst du auf den Ball oder was? Oh, mein Bruder. Er steckt ihn mir gerne ins Haar. Adlige. Was macht denn Lavendel? Lavendel ist für seinen Duft berühmt und Weber schätzen ihn wegen seiner Farbe. Gelehrte verwendet ihn wegen seiner reinigenden Eigenschaften auf Umschläge. Mhm. Man rieb Schlangenbisse damit ein, um die Giftwirkung zu schwächen oder auch die Köpfe von Kindern bei Läusebefall. Mit der Zeit wurde er ein Symbol für Hingabe und Treue. Das ist so schön. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Das ist so cool, wie sie mit uns spricht, finde ich. Weil sie ist jünger als wir. Aber sie tut so, als wäre sie viel älter als wir. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Dein Einsatz, Melly. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Du darfst auch nicht sterben. Viel Glück, dir auch.
Okay, doch eine Solo-Mission. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Könntest da auch, ja. Diese Mistkerle, was haben die nur vor? Na, Evakuierung klingt ja erstmal nicht komplett verkehrt, ne? Ja, aber es klingt eher so, als würden sie alle irgendwo zusammenfärchen und verbrennen, den Rest in der Stadt. Das ist möglich, aber zumindest wenn hier der Biss umgeht, dann ist natürlich Evakuierung erstmal eine nachvollziehbare Aktion. Aber ich wette, dass wir gleich irgendwie, wir machen jetzt wahrscheinlich unsere Aufgabe und dann crashen wir noch auf jeden Fall noch mit Melly und Arthur zusammen. Glaube ich auch, wenn sie überleben. Sie werden jetzt nicht einfach rausgeschrieben werden hier so. Nee, aber vielleicht kriegen wir ja auch mit, wie sie... Aus der Ferne? Möglich. Ja, aber ich glaube nicht. Dafür wurden sie zu sehr aufgebaut. Sie zumindest. Ja, und man will doch wissen, wie Arthurs Gesicht aussieht. Da drüben, also ich. Das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, das da. Ja, das ist ganz schön weit, ja. Boah. Hey, kannst du mal ein bisschen da so links, rechts gucken? Warte mal, ich kann ja aufstehen hier, wenn ich das ist echt ganz schön. Guck mal, das ist eine riesen Kirche links. Bisschen krass. Notre Dame. Ja, wollte ich gerade sagen, dann. Krass. Boah, es erinnert mich voll an Thief Deadly ja, Shadows. Ja, wollte ich gerade sagen, es sieht aus wie ein Thief Deadly Shadows. Die Architektur. Ich schreibe ja eine Fantasy-Geschichte, Anima Noctis, auch eine Meisterdämon, und die Stadt sieht so ähnlich aus. Hm. Weil sie sitzt manchmal auf diesem Dachfürsten oben und guckt sich die Stadt an. Das ist so cool. So stelle ich mir die auch vor. Nicht ganz so eng, also die ist größer und in manchen Vierteln sehr eng gebaut und in den wohlhaberen Vierteln weiter auseinander. Aber gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Das ist echt ganz schön weit, dass ich auch gerade, als sie gesagt hat, das da hinten. Yeah. Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. So cool. Wir müssen wahrscheinlich echt durchschleichen und überall den Patrouillen in Anführungsstrichen ausweichen. Man kann sich halt überall ja so ein bisschen umgucken. Oh, eine Kiste. Ah. Oh, mehr Zeug. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was beisammen auf jeden Fall. Na dann. Jetzt nicht aus, als würden sie gleich wiederkommen. Bei einem nicht so würde ich alles, jede Ecke erkunden, aber wir sind mal. Vorsicht! Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann es nicht glauben. Warum jetzt? Okay, wir können es da anzünden. Du hast hier rechts Stöcke. Ja. Aber ich kann, glaube ich, auch drauf schießen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Yeah. Oh, da kommt er. Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Also könnte ich ihn jetzt loswerden, ne? Könntest du jetzt die Fackel von ihm zerhauen? Ja. Wobei, ne, er ist ja im Licht der anderen Fackel. Ich finde es so creepy, dass die mit ihren Fackeln durch die Gegend laufen. Oh, der hat einen Helm auf. Tja, da ist nichts. Sei denn, willst du seine Fackel gleich zerhauen? Ja, mach. Aber er muss erst weiter weg sein. Das Ding ist, da ist halt auch Licht, da ist überall Licht eigentlich. Da links in der Ecke kriegst du ihn vielleicht. Das hilft nichts. Da steht er im Licht der anderen Fackel. So, aber ich wollte... Ah, fuck! Shit, ich wollte trotzdem die Fackel zerhauen. Ja, dann wird er aufmerksam. Ja, aber er geht ja noch da. Ja. Egal. Alles gut. Nehmen wir mal einen Stock mit. Ja, also wissen wir zumindest, dass er zurückkommt. Kannst du dahinter diese Deckung da vor dir. Erstmal, glaube ich. Oh, da kommt er gerade. Oh, oh. Ein
mit seinem Rücken vorbei. Hatte ich erst überlebt, aber... Hinter ihm. Nichts. Hier dürfte er mich nicht sehen. Oh Gott, hier sind überall Ratten. Und wenn er jetzt da steht, er bleibt jetzt irgendwann mal da stehen, zu gehen, ja. Immer wenn es so weiß ist, so. Okay. Ich habe letztens, ich war letztens bei Fispin und die haben gesagt, so Vogelschiss-mäßig von der Farbe. Guck mal da. Ja, da kann man jemanden ablenken. Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchführen? Ah ja, das heißt. Wie soll man da in Ruhe plündern, ne? Guck mal, den kannst du gleich ratten. Den hier? Ja. Ist da jetzt seine Fackel zu Hause? Nein! Nein, sie hat das automatisch gemacht. Nicht in die Ratten springen. Wollte die Dings nehmen. Nee. Ach, die kann man nicht zerhauen, diese Dinger. Shit. Warum nicht? Aber nicht mit dem, was du hattest vielleicht? Ich werde sowas von gefressen. Tot, ja. Ja. Nein, das war ja nicht, weil dann holen mich die Wo Dinger. Nee, du kannst nur die Laternen zerhauen. Aber es ist ja keine Laterne. Mm-hmm. Ja, da musst du jetzt genau, dieses, ich muss hier. Ihn zerfressen Ding machen. Kopf. Ja, oder ich lock ihn hierher. Ja, Doppelkopf. Okay. Also, ich bin für Doppelkopf. So. So einfach. Okay. Weil selbst wenn du ihn da hinloggst, bist du ja hier immer noch nicht durch. Gut. Oh, lenkt sie das ab? Schau mal. Nee. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Mit so einer Bombe? Ist noch ein anderer Weg? Das muss doch anders gehen, oder? Aber hier gibt's doch nichts zum Anzünden. Und hier gibt's keinen Stock. Oder bin ich blind? Ne, aber guck mal da in diesen Hütten. Da rechts. Und wo? Da drin. Das ist doch nicht was. Nee, das ist so eine Kiste zum Ablenken. Hier drin, rechts. Ah! Aha. Schau mal. Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Da war's ja dein Co-Pilot. Vorsicht, da war noch der Laternentyp. Ah, jetzt bin ich schon überall voll, ey. So, das ist eine Laterne, oder? Ja, aber wo? Ja, läuft hier rum. Ah. Vorsicht, ja. Ja, hab sie gerade gehört. Aber ja, da scheint da hinten, okay. Sicher zu sein, da kannst du dir grabbeln. Zwei holen. Wir haben auch von allem so viel. Ja, ich jetzt mal, hätte ich gerne eine Werkbank mal. So, aber ist hier irgendjemand? Das sieht erstmal nicht so aus. Das ist relativ weit gelaufen. Ich dachte, der macht auch nicht so eine weite Tour. Ist mir abgeblieben. Ist das strange? Okay, ich muss kurz noch was trinken. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Okay, aber hier sind irgendwie Vaters Sachen. Das war ein Hinweis. Vielleicht kann man hier was finden. Das ist unmöglich, ja. Krass. Muss kurz mal genießen, weil es schon... Ja, genießen wir die Ratten. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja wie giftiger Gift oder Lava oder so auf dem Fußball, ne? Irgendwas, wo der du Boden nicht drauf Lava. Darfst. Ich liebe ja diese leuchtenden so cool. Augen von denen. Gerade so unten rechts da, wo die so, ja. Immer so blitzen. Aber da ist ein Stock, der ist da ja nicht umsonst. Und doch. Da liegt hier hinter ist auch irgendwas, ja. Durch. Links. Hier ist, glaube ich, gerade keiner. Oh, haben wir alles schon. Bau mal was, oder? Ja, aber dann... Was ist die Frage? Ihr seid... Mir vergeht immer. Ah, ja, genau, weil da ist ja auch ein Kristall. Ah, immerhin.
Und von dem anderen ja, das auch. Von dem anderen hast du jetzt das verbrauchen müssen. Ja. Ja, passt schon. Ich glaube, in dem Spiel muss man nicht so krass haushalten. Ist nee. Jetzt kein Last of Us, glaube ich, da wird ja viel mehr. Okay, da hinten geht's durch. Irgendwann. Mhm. Gucken wir erstmal hier. Hier kommt man runter. Na dann. Ich fühle mich wie so ein Dieb, ey. Was denn? Ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Ja. Aber immerhin lebe ich noch. Ich dachte gerade, ah, es ist so eine Riesenratte und dann war es ein Huhn. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr! Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Okay, hier kommt man ja nirgends voran. Da rechts vor der Tür. Ja, ich weiß. Ich habe das alles gesehen. Aber ich will gucken, ob man hier noch irgendwo anders ran kann. Oh Gott. Hi. Hier kann man wahrscheinlich auf den Tisch steigen, so wie es aussieht. Hoffentlich. Ich glaube, du gehst über den Tisch. Glaubst du, aber manchmal geht es ja beschäftigt halten. Auf den Tisch. Okay, mal gucken wir kurz. Oh Gott. Den hab ich nicht. Oh, da kommt der Rachmann, scheiße. Hey, ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Laterne? Ich gehe mit meiner Laterne. Ah ja, das können wir auch machen. Boah, so fies immer, ey. Oh. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Oh. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier da links. Weiter. Ich gehe mit meiner Laterne. Sie wurden alle hingerichtet. Oh Gott, die Szene kenne ich aus dem Trailer. Ja, ich habe euch schon mal gesehen. Oh Gott, ich will das nicht machen. Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Jetzt schon? Nee, mach ich nicht. Ich wollte nur gucken. Ohne sie. Das ist geil mit den Schatten, ne? Ja. Okay, dahinter sind die Ratten. Ich kann sie hier rauslassen, scheinbar. Ich warte noch drauf, dass sie irgendwann mal eine Tür aufmachen. Und darf einfach darf ich das mal machen? Natürlich. So ist das Spiel nicht gebaut. Ja, schade. Ich schätze mal, du brauchst einen Schlüssel. Ich muss vor allen Dingen da unten durch. Hm. Oh, hier ist ein toter Hund. Boah, ich bin so gut mit den Schatten. Hallo? Nein. Und du hast das Gefühl, ich meine, wir kommen immer näher, ja. Obwohl wir gar nicht wissen, wo wir sind. Ja, das ist nicht sehr lustig. Oh Gott, wir müssen da unten drunter. Ja. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Okay, jetzt kannst du. Ja, das ist echt ein übles Bild, ey. Echt zwei, glaube ich. Da. Ja, hier sind auch welche. Wahrscheinlich brauchst du beide. Ja, jetzt auch. Da unten. Da. Boah. Gut. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Du machst das für ihn. Okay, sie können hier rüber. Ich will erstmal gucken, wo es so lang geht. Nee, du musst da rüber, dann die Fackel anmachen. Ah, da steht eine Wache. Ich muss erstmal die Fackel anmachen. Ja, das schadet zumindest nichts. Er wird mich dann wahrscheinlich sehen. Aber ja, er sieht die Fackel, aber er sieht nicht, wenn du dich verduckst. Aber es ist so eine nicht kaputtbare, ne?
ist wieder nur Doppelhelm. Drecksviecher. Ja, ich springe, wenn er hier lang geht. Oder nicht. In seinem Rücken. Ja. Boah. Adventurous. Okay, jetzt muss ich. Ding ist, er wird zurückkommen. Ja, aber ich muss hier durch dann weiter. Ja, ja, klar. Er soll auch zurückkommen. Weil ich. Na, so was. Genau. Was hab ich denn da? Wenn er hier ist, muss ich hier runterspringen. Okay. Jetzt. Boah, dass er es nicht sieht. Das hätte wahrscheinlich sogar eiskalt das gerade machen können. Ja. Ja, also jetzt ist egal, jetzt kannst du erwarten. Jetzt nur gucken, dass wir ihn im Rücken erwischen. Muss ja nur da durch. Ja, jetzt kannst du durch, oder? Nee. Ist nicht zu sehen. Ich guck kurz hier. Vielleicht dreht er sich um und läuft. Jetzt. Läuft, genau. Jetzt. Oh, ich will hier. Oh, ich will's nicht sehen. Ich will's nicht sehen. Oh, nicht hinsehen. Das klebt. Hier geht. Ich muss an meinem Glauben. Ich denke, man muss immer eins weiter, ne? Ja. Das wäre nur fieser, wenn sie so knackende Geräusche noch eingebaut hätten für den Knochen. Hm? Achso, jetzt will ich wirklich erschrocken, ja. Ah, so, okay. Okay. Da. Oh Gott, bleibt mir bloß weg, ey. Scheiß Viecher. Muss einmal kurz gucken. Da hinten kann man Stöcke an. Da ist ein Stock. Ja. Da ist eine Kiste. Ja, dann go for it. Aber wie kommen wir an den Stock? Soll ich was werfen? Das Feuer? Das Finger an. Ach so. Ah, nee, ich kann das Ding anmachen. Sieh. Aber es reicht, glaube ich, nicht, oder? Vom Licht war das. Dann werfen wir das. Eine Bombe? Okay. Ach, das war das falsche Pulver. Boah, hab ich schon gefragt, warum. Pass auf, da oben ist ein. Er wird mich nicht sehen. Wahrscheinlich nicht, ne? Was? Ich durfte. Wow, oh, zu voll gelohnt. Er hätte ja was anderes dran sein können. Ja, klar. Okay, wir könnten jetzt gleich durchziehen mit der Fackel. Wird risky, was du machst. Du musst das Ding da ankriegen noch. Ja. Schnell. Das kann ich so nicht. Mit der Fackel. Ja, mit der Fackel. Das wusste ich nicht, aber es. Wow. Alles gut. Das ist so eine schlimme Animation, wenn sie so nach vorne taumelt. Okay, ich darf davon nicht zu viele machen. Die kosten mich immer die Materialien, die ich brauche zum Herstellen. Ich glaube, es reicht aber, wenn du das Ding da oben anmachst, dann kannst du nämlich rüberhüpfen, oder? Na, gar nichts. Wenn, dann musst du erst. Ja, er sieht mich ja hier nicht. Ich hab gehofft, er kommt zu mir. Aber du hast einen Stein, ne? Du brauchst erst den Helm. Ja, ich weiß, ich weiß. Gut. Ich hab den Stein nur erstmal. Ja, ich war nicht. Gar nichts. Okay, ich lock ihn gleich irgendwo anders hin dann. Ja, wo ist er denn? Du könntest. Du willst ja da links wahrscheinlich durch. Ich will durch den Eingang, wo er ist, ja. Ja, ich will den wegholzen. Ist ehrlich. Ja, ich kann ihn auch weglocken. Ja, dann holt sich ihn weg. Kannst du da hinten irgendwo rein, kannst du mal wieder einen Topf oder so da rechts reinwerfen? Ja, könnte ich machen. Aber dann läuft er nie. Ah, wir können auch einfach wegholzen oder was. Wir haben lange keinen Topf benutzt. Hm? Mach was, du spielst mal was willst. Das Problem ist, wenn ich hier stehe, wird er mich sehen, warum. Mach was du willst. Okay, ich versuche es. Hä? Bin ich wieder schuld. Doch ein Topf. Ja. Muss ja nur in die richtige Richtung drehen. Was geht denn da hinten wieder vor? Oh, es kann gut sein, dass er das sieht, ja. 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 Tut er. Du musst deinen Helm treffen. Ja, ja. Falsches Ding. Nein. Okay. Ich mach's so. Ich glaube, so schnell ist er nicht. Ha! Oh! Oh, hier ging's gar nicht lang. Hä? Das war ein Bug. Es. Hä? Ja, das sollte ich wohl nochmal herstellen, kann ich nicht. Ah ne, warte mal, das ist Schlafpulver. Nicht schlecht, okay, krass. Lustiger, was ich auch. Da war gar, ist gar keine Animation gekommen eigentlich, oder? Okay, hier komme ich gerade her. Hä? Hey. Ja, hä, hey, da war doch gerade noch eine Lücke. Ja, ich dachte auch. What the fuck? Muss ich da nicht. Warte mal.
Weil ich komme doch hier sonst gar nicht weiter. Da muss ich hier schon wieder durch. Nee, kommst du da... Nee, warte mal. Warte mal. Kommst du gerade her? Von nee, da, da hinten. Das stimmt, musst du hier gleich wieder rein, ne? Ja, ich glaube auch. Aber ich guck trotzdem, ob hier, ob es ja, hier wirklich nicht weitergeht. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Das sah echt aus wie eine Lücke. Oh, jetzt müssen wir es aufheben. Hä, weil das war da original gerade noch auf... Da kommen wir raus. Ah, hier? Nee, da kommt man das ist die ja, Ratten oder nicht. Der Junge kann durch. Nee, aber die habe ich schon öfter gesehen, diese Lücken. Okay, dann müssen wir hier durch. Ja, aber ohne... Sind hier Ratten? Nee. Boah, Leute, ey. Ganz ehrlich. Hä, nee, aber... Da warst du doch gerade. Ich bin... Warte mal. Oder? Wir haben, du kamst... Von da gegenüber kamst du, dann bist du hier rein und jetzt bist du... Du bist irgendwie... Aber hier geht's auch nicht weiter. Ja, aber da unten hast du alle Eingänge, kennen wir eigentlich alle. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Wenn aber hier, guck mal, ich bin noch darüber am Anfang. Ja. Yeah. Genau, jetzt bin ich einmal im Kreis, jetzt bin ich eigentlich auf der Seite, wo ich hin will. Ja, und da ist halt eigentlich so eine Lücke, wo du jetzt sagen würdest, eigentlich da gehe ich jetzt lang. Deshalb bin ich maximal verwirrt gerade, warum man... Eigentlich dachte ich auch, dass das hier durchgehen müssen. Ich bin mir sicher, dass er durchgeht, aber... Hier ist also ja auch, weil, warum ist das so eine Einbuchtung quasi? Und dann geht es da nicht weiter. Das ist seltsam gebaut. Offensichtlich kommen wir da aber nicht durch. Okay, zum Abchecken ganz kurz hier. Was? Naja, nicht hier, sondern alles andere. Ja, ich check alles ab. Einmal also konzentriert. Das ist immer das Einfachste, wenn man nicht genau sicher ist. Nein, die gibt es überall, diese Löcher. Okay, hier offensichtlich nicht. Kann man hier irgendwo hochklettern? Nee. Nee. Von da... ging es ursprünglich runter. Klar, ich bin da. Da rein. Sind wir ursprünglich rein, ne? Ja. Dann guck noch mal unten drin. Wo sind denn auch die ganzen Ratten eigentlich hin? Weiß ich nicht. Dann guck mal hier, wenn ich hier rausgehe, komme ich doch zu dem, wo wir eben... Genau, da gehst du eh nur ums Eck. Da warst du gerade. Genau, da oben ist der andere Typ, wenn du jetzt nämlich da sonst hier da rechts rausgegangen wärst, genau. Dann wärst du da hingekommen. Mhm. Haben wir das Ding ja verpackt? Dass es da wirklich durchgehen muss und jetzt gerade... Weiß ich nicht. Das kann ja nicht sein, dass jetzt eine Textur uns blockiert. Vielleicht irren wir uns natürlich auch. Aber eindeutig war... Wie lang ist unsere Folge? Ich würde kurz hier eine Pause machen und einmal... Wir laden mal den Kontrollpunkt etwa den letzten. Genau. Checken wir ab, weil eindeutig, als wir da hingelaufen sind, war da eindeutig frei. Man hätte ja, hier unten können. Die Bretter sah man nicht. Ja, oder die sind halt jetzt gerade erst aufgepoppt dann ganz. Ja, aber vielleicht soll es hier wirklich nicht lang gehen, aber ich gucke sonst einfach. Dann checke ich nicht, wo es lang gehen soll. So oder so, wir finden es raus in der nächsten Episode von A Plague Tale. Bis dann, tschüss!